Jetzt landet er auf dem Block, oder? Ja! Schü! Wie geil! Freunde der Sonne, erster Weihnachtsfeiertag ist ein Samstag. Das bedeutet, es ist... Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich brauche euch heute gar nicht groß was erzählen. Ihr liegt wahrscheinlich alle voll gefressen am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Couch mit so einer Wampe, weil ihr euch einfach 5 Weihnachtsgänse gleichzeitig reingedrückt habt. Und jetzt braucht ihr gute Unterhaltung und die will ich euch liefern, Freunde, mit einem Reaction Saturday, der wieder ein Viertelstunden geht. Und zwar ein echter Klassiker, der für mich persönlich auch sehr besonders wird. Wir schauen uns Super Mario Galaxy 2 an. Vielen lieben Dank auch noch an Kreatim, der mir diesen Speedrun wieder ein bisschen zusammengeschnitten hat, dass wir die ganzen Zwischensequenzen ein bisschen rausgefeuert bekommen und so weiter. Und mehr Infos will ich gar nicht verlieren. Wir reden drüber, wenn wir uns diesen Speedrun angucken, Freunde. Auf geht's! Hier wären wir, meine lieben Freunde. Super Mario Galaxy 2. Das Spiel, welches einfach eiskalt totgeschwiegen wurde im Rahmen des 35. Mario-Geburtstags. Ich glaube, während dieser gesamten Zelebrierung des 35. Super Mario-Geburtstags fiel kein einziges Mal das Wort Super Mario Galaxy 2, was einfach... Ich check's nicht. Also, ich glaube, jeder hätte Verständnis dafür gehabt, wenn sie gesagt hätten, ja, Super Mario Galaxy 2 ist nicht in der 3DS-Kollektion dabei, weil einfach die Speicherkartenkapazität nicht reicht. Und dementsprechend, ja, kommt das nicht. Oder, ja, wir sind einfach nicht so 100% überzeugt von dem Spiel, was auch immer. Ich persönlich finde, das schlechteste Marketing ist es immer noch etwas, einfach tot zu schweigen. Also, lieber hat man doch kurz eine Info, ja, Leute, wir mögen das nicht, anstatt gar nichts zu sagen. Aber, naja, wir kennen Nintendo, Kommunikation war noch nie ihre größte Stärke. Wir aber hoffentlich lieben alle Mario Galaxy 2, denn Mario Galaxy 2 macht sehr, sehr vieles richtig und einen Tick besser, einiges aber auch nicht so gut wie der erste Teil. Da werden wir auf jeden Fall auch in diesem Video drüber reden. Und ja, der liebe Kreativ hat uns alle Zwischensequenzen rausgeschnitten, also alle Ladebalken, alle Animationen, die sich permanent wiederholen, ewig lange Textboxen, die weggedrückt werden müssen und so weiter. Und oh, ist das sexy! Oh, ist das sexy. Und ja. What? Yo, what the hell? Okay. Und ja, wir schauen uns jetzt diesen Speedrun an. Und ich versuche hier auch ein bisschen was zu lernen, weil Mario Galaxy 2 ist das nächste und auch letzte 3D-Mario, welches ich auch noch lernen muss zum Speedrun. Jetzt hat er hier gerade die Kometenmedaille eingesammelt. Sehr, sehr spannend, Freunde. Es ist ein Any%-Speedrun. Und was, glaube ich, auch noch dazu gesagt werden muss, es ist ein Test-Run. Also das hier ist nicht von einem Menschen gespielt, denn von Mario Galaxy 2 gibt es keine so guten menschlichen Aufzeichnungen, die sich zum Reagieren leisten, ne? Aber ich glaube, dass der Test-Run vieles, vieles macht, was der menschliche Spieler auch macht. Hier einfach per Doppelsprung immer über den Enemy und dann einfach mit Starbits drauffeuern, dann ist hier Feierabend und so haben wir auch schon den ersten Boss erledigt, Guys. Also das ist, wie gesagt, der Punkt. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass der Kollege hier wirklich auch regelmäßig Kometenmedaillen jetzt einsammeln wird. Ich habe auch mal vorhin kurz in den Speedrun, reingeskippt. Ne? Also man sieht da auf jeden Fall was, dass er das noch häufiger macht. Also, obwohl das eine Any%-Route ist, bedeutet, er macht jetzt nicht hier alle 120 Sterne, beziehungsweise 242, wenn man noch die ganze Luigi-Route mit dazu rechnet. Sondern es geht wirklich nur darum, einfach so schnell wie möglich den Final Bowser zu klatschen. Ich dachte eigentlich, okay, vielleicht sind dann einfach Kometenmünzen nicht so sinnvoll. Aber vielleicht tut man sich einfach sehr, sehr, sehr schwer, an alle Sterne heranzukommen, die man benötigt, um zum Final Boss zu gelangen, wenn man nicht die Kometenmünzen mitnimmt. Gut, ich denke, wir können jetzt nochmal ganz kurz auch über ein, zwei andere Themen bezüglich Mario Galaxy reden. Eigentlich will ich mit euch auch noch über Weihnachtsbräuche und so weiter reden, denn natürlich nehme ich das Ganze hier im Vornherein auf. Ich sitze natürlich nicht am ersten Weihnachtsfeiertag unten an meinem PC und sitze hier und nehme Videos für meinen YouTube-Kanal auf. Nein, ab Mittag, Heiligabend bis den kompletten zweiten Weihnachtsfeiertag ist für mich Feierabend. Und hier sehen wir jetzt auch schon diesen Yoshi-Flatter. Ein Glitch, den wir ganz, ganz häufig sehen. Man hat hier die Möglichkeit, einen unendlichen Yoshi-Flatter in diesem Game zu machen. Das wird auch ein Trick sein, den ich wahrscheinlich lernen werden muss. Und vor dem habe ich Angst.
aber mit denen kann man eben, ja, teils unmögliche Distanzen überwinden, ne? Indem man quasi immer resettet, dass Yoshi flattern kann und dadurch kann man quasi unendlich lang schweben. Wenn man sich da noch eine gute Geschwindigkeit in eine Richtung gibt, dann flattert Yoshi einfach permanent in diese Richtung. Richtig, richtig, richtig crazy. Nein, Super Mario Galaxy 2. Ein Spiel, bei dem ich bisher immer gesagt habe, yo, nochmal unendliche Yoshi-Flatter. Ein Spiel, bei dem ich bisher immer gesagt habe, dass ich es besser finde als Galaxy 1, weil ich mir dachte, hey, ja, Galaxy 2 hat einfach noch diese 120 Grünsterne. Für alle, die es nicht wissen, man sammelt in diesem Spiel 120 Sterne und danach erscheinen quasi in jeder Galaxie nochmal dieselbe Anzahl an Grünsternen. Oh, wir flattern weiter. Und die sind quasi einfach über die Welt verteilt. Oh, da kommt man zum Boss. Sexy, sexy. Na, und das hat dann quasi fast schon so ein bisschen so Sandbox-Charakter. Also quasi, dass man wirklich einfach in der Welt rumläuft und die Grünsterne sucht und vom Spiel keinen Tipp bekommt. Und das ist immer eine Sache, die ich an diesem Spiel sehr geschätzt habe. Weil ich, ja, diesen Sandbox-Charakter, dieses Mario 64-mäßige, dass du einfach in der Welt geworfen wirst und nach Sternen suchen kannst, das habe ich immer sehr geliebt. Jetzt habe ich ja aber neben mehrfachen Playthroughs von Galaxy 1 und 2 auch die beiden Kaizo-Versionen von diesem Spiel gespielt. Und jetzt fragt ihr euch, okay, Hübi, aber wie schließt du jetzt von Kaizo-Versionen, also Versionen, die dieses Spiel unfassbar unfair schwer gemacht haben, wie schließt du von diesen Versionen quasi auf, ja, darauf, wie gut oder schlecht die Spiele sind? Und ich glaube, alle, die mein Kaizo Galaxy 2 Let's Play gesehen haben, die wissen, worauf ich raus möchte. Denn, Galaxy 2 hat ein ganz dickes Problem und das ist tatsächlich über die Kaizo-Versionen ist das sozusagen aufgefallen, beziehungsweise mir persönlich erst aufgefallen, mir war es davor nicht so ganz klar. Was geht jetzt ab? Ah, Kometenmünze. Also wie gesagt, mir war das bis dato nicht klar. Galaxy 2 hat sehr, sehr, sehr viele sich wiederholende Sterne. Worauf will ich raus und wie komme ich mit Kaizo Galaxy 2 drauf? Also, Kaizo Galaxy 2 ist ja quasi eine Version, die Mario Galaxy 2 unfair schwieriger macht. Es soll ja eine Hardcore-Challenge sein, so die Prüfung, wenn man sich quasi schwierigkeitstechnisch in Mario Galaxy 2 ausprobieren will. Als Grundlage nimmt dieses Spiel aber wirklich auch Mario Galaxy 2 einfach so als Spiel. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Mario Galaxy 2 jetzt irgendwie dieses Spiel komplett neu erfinden würde, sondern Kaizo Galaxy 2 nimmt sich die Missionen, die Mario Galaxy 2 hat, und baut diese um. Das heißt aber auch, Kaizo Galaxy 2 kann jetzt nicht groß die... Er düst da unten rein. Wahrscheinlich, um den Sprung von ihm zu triggern, okay. Das heißt, aber wie gesagt, ne, Kaizo Galaxy 2 erfindet jetzt nicht irgendwas Neues, sondern nimmt sich die Sterne, die Galaxy 2 hat, und baut die um. Das heißt aber auch, dass Kaizo Galaxy 2 nicht beeinflussen kann, ne, was genau für Sterne kommen, und das nehmen muss, was Galaxy 2 bietet. Und da ist es mir aufgefallen, als ich Kaizo Galaxy 2 gespielt habe, holy shit, ich mache gefühlt permanent dieselben Missionen. Und das liegt an zwei Dingen, die einfach in diesem Spiel meiner Meinung nach viel zu überstrapaziert wurden. Und das sind nämlich einmal die Gourmet-Lumas. Gefühlt jede Galaxie hat einen Münz-Luma, wo man dieselbe Mission spielen muss, in der man viele Münzen sammelt, um dann eben einen neuen Planeten bei einem Luma sozusagen zu triggern. Quasi an der Stelle dann, ja, wie gesagt, noch eine kleine Extra-Challenge bekommt. Aber man spielt sehr viel von bereits Bekanntem. Und der Unterschied ist, man sammelt halt einfach ein paar Münzen. Wow, ganz knapp hier an dem Elektro-Ding vorbei, schon wieder. Holy shit. Sexy. Und das war sehr, sehr stressig. Ja, und dann natürlich, dass auch noch jede Galaxie teilweise nochmal einen Kometen hat. Ich glaube sogar fast jede Galaxie hat nochmal einen Kometen. Ich glaube nicht alle, aber die meisten. Bedeutet, im Extremfall kann es passieren, dass wir eine Galaxie haben, die einen Stern hat. Der zweite Stern ist ein geheimer Stern, der durch einen Gourmet-Luma, beziehungsweise durch einen Münz-Luma zustande kommt. Das heißt, wir haben einmal Mission 1 gespielt, dann spielen wir Mission 1 nochmal, sammeln aber einfach viele Münzen und bekommen einen Extraplanet, ne? Sexy, sexy, schräger Wirbler hier. Und dann kommt noch ein Komet, wo wir wieder Mission 1 spielen, vielleicht mit einem Zeitlimit. Oder mit nur einem Leben. Und was weiß ich. Aber Kaizo Galaxy 2 oder Mario Galaxy 2 hat wirklich
ein ganz dickes Problem damit, dass man regelmäßig die gleichen Missionen spielt. Und das ist mir eben während Kaizo aufgefallen, weil da wusste ich dann natürlich, okay, wenn ich jetzt die und die Mission wieder spielen muss, da ist dann wieder diese super schwierige Challenge dabei, die ich doch schon mal gemacht habe und schon mal gemacht habe und schon mal gemacht habe. Und dadurch ist mir es dann eben sehr bewusst aufgefallen. Die grünen Sterne sind zwar immer noch geisteskrank, wirklich, wirklich geisteskrank. Ich liebe die. Ich finde, das ist so eine gute Neuerung. Weil so kriegt dieses eigentlich sehr lineare Spiel trotzdem noch diesen Erkundungsfakt. Also die Grünsterne finde ich persönlich immer noch eine der besten Entscheidungen. Ja, aber hier, ne? Gourmet-Lumas und Kometenmünzen machen dieses Spiel tatsächlich für mich ein bisschen, ich will nicht sagen kaputt, es ist immer noch ein 3D-Mario und ich liebe es immer noch, aber lassen es auf jeden Fall für mich zum, klaren Verlierer im Vergleich Galaxy 1 gegen Galaxy 2 werden. Gebt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, vielleicht sehe ich das auch ganz anders oder vielleicht hat auch Galaxy 1, oh geil, wie er hier hochdüst, das habe ich in Kaizo auch gemacht, vielleicht hat auch Galaxy 1 ganz dicke Probleme, die ich jetzt aktuell nicht sehe. Da könnte man auf jeden Fall die Lila-Münz-Mission ansprechen, sodass in jeder Galaxie nochmal eine Lila-Münz-Mission kommt. Aber gerade auch beim Galaxy 1 100% Speedrunning, was ich jetzt doch schon ein paar Mal gemacht habe, waren die Lila-Münz-Missionen eigentlich häufig eher ein cooles Add-on und haben nochmal eine geile Challenge reingebracht. Kann aber natürlich auch die Speedrun-Sicht sein, die ich habe. Weil gerade in Speedrun-Form, finde ich, machen Lila-Münz-Missionen häufig Spaß, weil man sich dann immer coole Routen überlegen muss. Alter. Ja, der Testbot mit seinem präzisen Gameplay hier. Schön. Das war sexy. Und das ist eine der Horrorgalaxien aller Zeiten. Ich bin gespannt. Macht der Wolkenjumps? Ich bin sehr gespannt. Oh, okay. Er düst direkt hier rein. Kapiert. Um hier Münzen für die Münzluma zu sammeln. Na, also ja, gebt mir da Bescheid, falls ich an der Stelle etwas verchecken sollte. Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich Galaxy 2 an sich nicht so Bombe finde. Und es gibt auch eine Sache, über die man sich streiten kann. Ich persönlich, aber das Problem hat der Galaxy 2 auch schon. Galaxy 1, ich wechsle dauernd. Ich bin erstens kein Fan davon, wenn man den Spieler dasselbe Spiel ein zweites Mal komplett durchspielen lässt, um ihm am Ende des Tages einen Extra-Stern zu liefern. Wie es Galaxy 2 hier ja quasi macht, auch mit der Endmission und allem drum und dran. Und dann mit Luigi kommt auch mal der Risikokomet. Ich weiß ja nicht, was ich von so Hardcore-Challenges halten soll, aber das sind nur so kleine Nuancen oder kleine Probleme, auf die nur Leute stoßen, die wirklich auch die 100% machen. Also daran sollte man nicht das Spiel bewerten. Sexy hier. Er schafft immer die Wolke unter sich. Dadurch, dass die Wolke erscheint, gibt sie Mario einen kurzen Auftrieb. Und dadurch kriegt er super, super viel Momentum nach oben. Momentum ist auch eine Sache, die in Kaizo Galaxy 2 ganz, ganz häufig verwendet wurde. Und also so viel auf jeden Fall, das auf jeden Fall an der Stelle meine Meinung zu Kaizo Galaxy, Mario Galaxy 1 gegen Mario Galaxy 2. Sexy Sprünge hier. Sehr, sehr, sehr sexy Sprünge. Muss man jetzt einfach mal so festhalten. Schönes Gameplay, gefällt mir sehr gut. Das sind natürlich, glaube ich, Sachen, die nur der Testbot kann, die der menschliche Spieler nicht kann. Dieses perfekte Ausnutzen dieses Wolkenmomentums. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr präziser Input, den ein menschlicher Spieler in der Reihenfolge auch nicht hinbekommt. Und bei dem Affen hätte er jetzt den Stern bekommen. Ja, wir sind beim ersten Castle der ersten Welt. Auch hier wird wieder die Kometenmünze mitgenommen. Schön hier über den Trump hier hoch. Das Spiel wusste auch, dass man hier hinkommt. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, das Spiel wusste nicht, dass die Leute wissen, dass dieser Planet so einen riesigen Radius hat, wo die Schwerkraft zündet. Der ist aber notwendig, damit dieser Bosskampf funktioniert. Dadurch, dass dieser Bosskampf so überdimensioniert ist, braucht dieser Planet so eine riesige Gravitationszone, dass man quasi auf dem Planeten bleibt. Und ja, man kann diesen Drachen diese Gummiringe abschlagen, bevor er überhaupt in den Boden rattert. Das kann man auch als menschlicher Spieler. Man muss nur ganz genau wissen, wo man steht. Und damit kriegen wir den ersten großen Stern, meine lieben Freunde. Und wir landen in Welt 2. Gut, also, ich glaube, dann hätten wir schon mal die wichtige Frage geklärt, die man ganz häufig gestellt bekommt. Galaxy 1 oder 2. By the way, in dieser Galaxie gibt es eine Münzluma. Wollte ich nur mal so an der Stelle erwähnen. Nächster Punkt, den ich auf jeden Fall auch ansprechen will. Galaxy 2 Speedrunning. Wie sieht's denn aus, Phoebe? Wann passiert das? Ich kann euch die ganz simple Antwort geben, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht so sagen. Also Galaxy 2 ist auf jeden Fall mit einem anderen Spiel auf meiner To-Do-Liste für Speedrunning. Aber wie ihr es jetzt auch schon gelernt habt und wie ich es auch anfangs unterschätzt habe, ein Speedrun lernen ist nicht einfach. Ein Speedrun lernen ist vor allem zeitintensiv und Zeit ist einfach das Gut, was ich nicht besitze. Seit mehreren Jahren, spätestens seit meiner Selbstständigkeit, aber auch schon davor. Weil davor hatte ich keine Zeit, weil ich arbeiten musste und YouTube gleichzeitig gemacht habe. Nein, aber ich sag mal, um einen Speedrun zu lernen,
gerade einen von der Länge wie Galaxy 2, der zum Beispiel ein 100% Galaxy 2 Run, also auch mit Grünstern, was ja irgendwann mein Ziel ist, dauert einfach 13 Stunden. So, das heißt, du musst erstmal einen 13 Stunden Speedrun durchanalysieren. Sprich, du drückst sehr häufig Pause, spulst zurück, um dir Tricks anzuschauen. Also ich sag mal, zur Analyse eines 13-Stunden-Speedruns und zum Lernen, nur zum Notizen machen, brauchst du vielleicht nicht ganz das Doppelte, aber du schaust sehr viele Stellen schon häufiger an, aber das gibt's auch, sag mir mal 20 Stunden. Ich glaube, zum Lernen eines 12-13-Stunden-Speedruns brauchst du 20 Stunden. Nur um die Notizen zu machen. Nur zum Notizen machen. So, musst du natürlich auch die ganzen Tricks lernen. Und das dauert nochmal. Und zwar massivst. Denn du musst erstmal schauen, wie Tricks funktionieren. Zum Beispiel dieser Yoshi Flutter Jump, den wir gesehen haben, dieser Infinite, der wird viel Zeit kosten. Das sind sehr, sehr, sehr präzise Inputs hier. Genau davon rede ich gerade. Das sind extrem präzise Inputs, die man lernen muss. Die man auch als jemand, der das Spiel halt einfach bisher noch nicht gespeedrunnt hat, da braucht man viel Zeit, um da reinzukommen. Und dann musst du halt alle die ganzen Routen merken und so weiter. Das heißt, bis du dann so einen Run mal selber gemacht hast und die Tricks gelernt hast, wir gehen, sagen wir mal, nochmal 20 Stunden. Ne? Und dann machst du mal deinen ersten, dann bist du vielleicht in der Lage, mal deinen ersten Run zu machen, der auch ziemlich Panne ist. Aber sagen wir mal, du musst 40 bis 50 Stunden investieren, einfach nur, um mal bei einem Speedrun dieser Größe dich darauf vorzubereiten, was überhaupt auf dich wartet. Und das ist halt das Problem mit diesen großen Speedruns. Und das sind halt leider auch die, die ich liebe. Das ist das Problem. Klar, ein Speedrun, der, sagen wir mal, 20 Minuten geht, klar, den machst du mal eben. Dein erster Speedrun wird dann wahrscheinlich 40 oder 50 Minuten dauern, weil du halt einfach kacke bist, weil du halt am Anfang nichts kannst. Aber selbst dann, wir reden hier von einem Zeitaufwand von unter einer Stunde. Das lernt man mal eben. So ein Mario 64 16 Star Run. Ja, macht man mal eben. Oder. Aber sobald wir hier von Speedruns reden, die auch wirklich mehrere, viele Stunden gehen, schönes Ping-Pong hier, reden einfach von einem massiven Zeitaufwand. Und mit meinem Video-Output aktuell und mit meinem Livestreaming-Output und dann jetzt auch bald dem Büroumbau, der mir ansteht, weil ich habe ein neues Büro gemietet mit vielen, vielen neuen Räumen, die alle renoviert werden müssen. Oder was heißt renoviert? Eingerichtet. Besser renoviert ist der falsche Begriff, aber Wände will ich teilweise neu streichen, viele, viele, viele neue Möbel kaufen, Sachen rüberschaffen, einrichten. Also, ne, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, wie viel Aufwand das ist, in eine leere Wohnung, beziehungsweise ein leeres Büro, bezugsfertig zu machen. Von leere Räume mit leeren Wänden zu, ich kann da drin wohnen und arbeiten. Dann finde mal 50 Stunden. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, Hübi, es ist doch dein Job. Mach's doch mal eben. So, du kriegst doch Geld dafür arbeitest du doch. Ja, aber das Ding ist, ich will natürlich auch weiterhin täglich Videos bringen und es ist schwierig. Ich will hier auch gar nicht heulen, das soll gar nicht sein, oh, mein Leben ist so traurig. Bitte hab Mitleid mit mir, weil ich es nicht schaffe, den Speedrun zu lernen. Es soll mehr ein sein, ich will wirklich lernen. Ich will das wirklich lernen, weil ich Speedrunning liebe. Ihr wisst, was für ein Speedrun-Fanatiker ich bin. Aber ich tue mir einfach sehr, sehr, sehr schwer damit, die nötige Zeit zu finden. Weil der andere Speedrun, den ich mal angekündigt hatte, den ich auch unbedingt lernen möchte, by the way, auch in dieser Galaxie, wieder ein Münzlumer, auch dieser, der geheime Speedrun, den ich lernen will, der dauert, das ist auch so ein 15-Stunden-Brocken. Da habe ich mal, eine Zeit lang war ich recht aktiv, hatte dann, glaube ich, schon 3 bis 4 Stunden mir durchanalysiert und dann habe ich es auch wieder aus den Augen verloren und seitdem nicht mehr angefangen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal ein großes Projekt anfangt und dann liegen lasst, tut man sich doppelt schwer, wieder quasi reinzufinden. Ja, aber allgemein, komm, jetzt machen wir den Ausflug, während ihr hier Münzen und Kometenmünzen sammelt. Jetzt machen wir das, die Exkursion. Zeit ist eine Sache, an der ich 2022 viel arbeiten will. Ich weiß, das klingt jetzt skurril, gerade auch, weil ich mir jetzt auch, wie gesagt, diesen Output geholt, diese Sachen geholt habe. Aber warum hat er, er hat 15 Münzen gesammelt, damit er das hier vereisen. Ah nein, stopp, ich bin dumm. Er hat die 15 Münzen gesammelt, um den Gomelium-Luma zu aktivieren. Hat jetzt aber an der Stelle, er hat den Gomelium-Luma quasi schon aktiviert, aber nicht ausgelöst, damit er das jetzt machen kann und sich jetzt die Zeit spart, die Münzen zu sammeln. Okay. Er hat quasi einfach nur die Arbeit vorgenommen. Nee, aber Zeit ist eine Sache, an der will ich 2022 arbeiten, denn ich werde 2022, ich kann das jetzt mal so grob sagen, ich will noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil noch nichts in trockenen Tüchern ist, aber auf jeden Fall expandieren allgemein. Also ich will die Sache hier einfach größer machen. Das ist einfach der Punkt.
Wie gesagt, mit dem Büro fängt's an, weil das Büro ermöglicht es mir auch einfach zum Beispiel ein, zwei YouTube-Kollegen oder sonstige Leute, mit denen ich Bock habe zusammenzuarbeiten, einfach mal zu mir einzuladen und die da auch mal eine Woche arbeiten zu lassen, weil es wird eine Art Gästearbeitsplatz geben, habe ich mir vorgenommen, weil ich weiß, wenn ein YouTube-Kollege kommt, der muss YouTube-Stuff machen. So, ich kenne das selber, wenn du zu einem YouTube-Kollegen gehst und du bist jemand, der einen Daily-Output hat, dann brauchst du 24/7 Zugriff auf irgendeine Arbeitsstelle, an der du dich um deinen YouTube-Kanal kümmern kannst. Also wenn du einen YouTube-Kanal ernsthaft mit Daily-Content betreibst und auch ein bisschen community-nah quasi am Start sein willst, dann brauchst du einfach, egal wo du hinreist, wenigstens die Möglichkeit zu arbeiten. Man kann viel vorproduzieren, aber es fällt immer was an. Und deswegen ist eine ganz, ganz wichtige Sache für mich ein Gästearbeitsplatz, wo das einfach mich, wenn mich jemand besucht, ein YouTube-Kollege, dann kann der einfach eine Woche bei mir chillen und soll problemlos arbeiten können. Vielleicht wird ja der Gästearbeitsplatz, also ich habe ja super viel Technik noch übrig, weil ich mir auch dieses Studio hier neu eingerichtet habe und dementsprechend habe ich für meinen alten YouTube-Arbeitsplatz noch ganz viel rumliegen. Nee, also vielleicht wird ja sogar der Gästearbeitsplatz ein besseres Studio, als mein YouTuber bei sich daheim hat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Geld YouTuber so in ihr Studio investieren, aber ich habe halt wirklich mittlerweile über die Jahre verteilt und auch über die verschiedenen Locations, wo ich ein Studio hatte. Ich hatte ein Studio in meinem Kinderzimmer, dann hatte ich ein Studio in meiner neuen Wohnung, jetzt habe ich ein Studio im Keller gehabt, da sammelt sich was an. Und ja, vielleicht fühlen sich da YouTuber sogar wohl, dass sie an zwei Wochen bei mir chillen. Nee, weil ich werde auch ein Gästezimmer dann in dieses Büro einbauen. Denn dieses Studio, das Schöne an dem Studio ist ja, dass es ja eigentlich eine normale Wohnung ist, die ich jetzt aber einfach gemietet habe, um sie als Studio zu benutzen. So, das ist der Punkt. Und dementsprechend, ja, ist das so der Plan. Aber im Zuge auch dieser Vergrößerung meines Studios durch dieses Büro, was ich gemietet habe, will ich auch mein YouTube-Team vergrößern. Ihr wisst ja, aktuell ist Flashy als einziger bei mir angestellt, also wirklich offiziell angestellt, und schneidet quasi zwei Videos die Woche für mich. Ich habe aber auch mittlerweile ein, zwei Leute, die wirklich regelmäßig Videos für mich übernehmen, das sind nämlich Poopykeks und Arrow, die wirklich jetzt schon einige Stream-Ausschnitte für mich gecuttet haben und mir dadurch im Dezember einfach eiskalt den Arsch gerettet haben, weil ich niemals den Video-Output geschafft hätte, wie es diesen Dezember war, wenn die beiden nicht wären. Und dementsprechend, ist es jetzt eben auch so, dass ich mir auf jeden Fall den ein oder anderen Festangestellten dazu holen will, aber nicht nur als Videocutter, sondern auch einfach, wie soll ich sagen, einfach als Inspiration, als kreative Hilfe und. Also ich habe so Pläne im Kopf. Wie gesagt, das ist nichts von dem, was ich euch erzähle, ist in trockenen Tüchern. Das sind alles nur Visionen, die ich gerade habe. Aber ich habe auch vor, dann wie gesagt, so regelmäßige eventuell einfach ne, Discord-Calls oder sonstige Calls zu machen, wo man einfach ein bisschen brainstormt, über neue Video- und Event-Ideen nachdenkt. Ne? Zum Beispiel das Splatoon-Turnier, was ein unfassbarer Erfolg war, war eine kreative Idee, beziehungsweise war eine Initiative meiner Discord-Mods. Das hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe dann gesagt, ja, wir machen das und ich habe die passenden Strukturen dafür geschaffen. Aber die Idee und ein Großteil der Ausführung geht einfach auf die Hilfsbereitschaft und die Arbeitsbereitschaft meiner Mods zurück. So, und ich glaube, dieses Turnier ist nur ein kleines Beispiel. Es ist so smooth, dieses Gameplay, leck mich am Arsch. Dieses Splatoon-Turnier ist nur ein Beispiel, was möglich ist, wenn man sich ein Team aus Leuten aufbaut, die man mag, denen man vertraut und denen man auch die Möglichkeit gibt, sich helfen zu lassen. Denn das ist auch ein Problem, was ich ganz häufig hatte. Ich habe mir nicht helfen lassen. So, ich habe gedacht, okay, es ist meine Vision, nur ich verstehe, was ich mir von YouTube vorstelle. Und dementsprechend kann ich nicht mit Leuten zusammenarbeiten, weil die checken ja gar nicht, was ich will. Und das war einfach nur dumm von mir, weil Leute checken, was ich will. Und wenn nicht, dann erzähle ich es ihnen halt kurz, so. Aber mit Leuten zusammenarbeiten ist einfach wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Das ist eine der Hauptlektionen, die ich im Jahr 2021 gelernt habe. Teams koordinieren und mir helfen zu lassen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aktiv, auch in meinem täglichen Geschäft. Und das will ich eben 2022 noch massiv erweitern. Durch das Büro habe ich die Möglichkeit, wirklich Leute zu mir einzuladen, die hier arbeiten zu lassen. Und ja, dann will ich mein Team auf jeden Fall auch vergrößern. Auch eben Festangestellte mit einem Gehalt, weil ich will eigentlich mein Geld nicht auf der Bank versauern lassen. Ich verdiene nicht mit YouTube Geld, damit es irgendwann einfach auf der Bank liegt und nicht bewegt wird, sondern ich will eigentlich, natürlich will ich sparen, also ich investiere natürlich schon in private Altersvorsorge, bla bla bla, aber ich will, ich sag mal, 70-80%
von dem, was am Ende des Monats übrig bleibt, wieder in den Kanal reinvestieren. Sei es in, keine Ahnung, 500 Euro Preisgeld für ein Splatoon-Turnier oder für Mitarbeiter oder für Technik oder für Equipment, was ich brauche, um ein geiles Video zu machen. Also, ich weiß eh nicht, wie lange der Euro noch durchhält. Dem Euro wird irgendwie permanent der Tod prophezeit. Irgendwie wird permanent gesagt, bald kommt die nächste Weltwirtschaftskrise. Was weiß ich? Also, du hörst 24/7, Geld verliert an Wert, Geld verliert an Wert. Und ich denke mir einfach, alles klar, wenn das Geld eh irgendwann nichts mehr wert ist, ey, und ich sowieso aktuell gut leben kann und ein bisschen was für die Zukunft weglege, ey, dann investiere ich einfach alles, was ich jetzt habe, wieder in dieses Hobby, in diese Leidenschaft. Weil, wenn ich es jetzt investiere, ist es jetzt noch was wert? Alter, der Stern. Und ich kann jetzt mir daraus was aufbauen. Und wenn es dann irgendwann nichts mehr wert ist, dann ist es egal, ob ich 100, 1000, 10.000 oder 100.000 auf der Bank liegen habe. Es ist dann sowieso nichts mehr wert. Und dann investierst du es lieber jetzt in geile Projekte, in coole Mitarbeiter, die sich davon auch was leisten können. Und einfach darin, dieses Ding hier so geil wie möglich zu machen. Und wenn das Geld dann nicht an Wert verliert, ist es auch schön, weil dann hat diese Expansion vielleicht dazu mir geholfen, mir vielleicht dann, was weiß ich, eine kleine Reserve aufzubauen. Und ich lege ja auch noch monatlich was beiseite. Also ich bin jetzt kein finanzieller Volltrottel, würde ich mal behaupten. Also ich versuche ja schon, mein Leben recht sparsam zu machen und viel beiseite zu legen, auch für die Zukunft etc. Sehr, sehr smoothes Weitsprung-Gameplay. Das war auch in Kaizo sehr, 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 sehr easy, dieser Stern. Naja, und dementsprechend, also ich trenne mich gerade wirklich so ein bisschen von dem Gedanken, geile Jumps haben wir auch in Kaizo gemacht, ich trenne mich aktuell wirklich von diesem Gedanken, irgendwie einfach Geld zu verdienen, damit ich es habe, hinzu Geld zu verdienen, um einfach, also ich will mir keine Limits mehr setzen. Wenn ich 1000 Euro verdiene, wenn 1000 Euro am Ende des Monats übrig bleiben, dann investiere ich 800 bis 900 davon in YouTube. Und wenn am Ende des Monats 10.000 Euro übrig bleiben, dann investiere ich 8.000 bis 9.000 in YouTube. Und das ist, wie gesagt, Mitarbeiter im Studio, Equipment, alles, Preisgelder, Sponsoren, Sponsoring ist von meiner Seite, dass ich irgendjemand anderen vielleicht sponsoren kann. Ich selber will ja eigentlich kein Gameplay annehmen. Ah, Freunde, by the way, an der Stelle mal wieder derselbe Boss, den wir schon gesehen haben, bloß jetzt mit einem Leben, wo wir schon beim Thema sind, permanent das Gleiche machen. Ne? Und das ist der Punkt. Also, das ist aktuell mein Mindset und dieses Mindset wird mein Jahr 2022 bestimmen. Und ich jetzt durch das Mieten dieses Büros habe ich da quasi schon den ersten Grundstein gelegt. Und ich habe auch schon den einen oder anderen angeschrieben, ob er Bock hat mit mir. Also ich will auch gar nicht sagen, für mich zu arbeiten. Das klingt nämlich umso ausbeuterisch. Eigentlich mit mir. Ich will eigentlich so eine Art Team aufbauen, bei dem man sich auch untereinander versteht. Aber durch die Bezahlung eben auch diesen Teammitgliedern ist zu ermöglichen. Oh, in der Galaxie waren wir auch schon. Aber hier ist es immer noch eine kreative Mission. Und eben auch durch die Bezahlung diesen Teammitgliedern es zu ermöglichen, ne? Sich noch mehr in diesem Job, in dieser Vision hinter dem Kanal, wo auch immer die hinführt, darin auch wirklich aufgehen zu können, weil durch die Bezahlung einfach kaum noch finanzielle Sorgen sind. Oder was heißt kaum finanzielle Sorgen, aber man auf jeden Fall eine finanzielle Absicherung am Ende des Monats hat. Weil wir alle, ich glaube, wir alle können damit relaten. Oh, mal wieder ein Kometen. Also es ist, ich glaube, jetzt macht er gerade die ganzen Kometensterne. Weil ich glaube, wir alle wissen, also man, das Einzige, was kreative Leute daran hindert, in ihrer Kreativität aufzugehen, sind die Geldsorgen. Also es gibt so viele Künstler, egal ob Musik, ob Bild, ob YouTube, whatever, die talentiert sind, aber ihrer Vision nicht folgen können, weil es sich finanziell am Ende des Tages nicht rechnet. Und das heißt, da draußen liegt so viel Talent einfach auf der Straße und wird nicht genutzt, weil die Leute, die das Talent besitzen, ne, nicht die finanziellen Rahmenbedingungen haben, um dieses Talent auszuleben. Und diese finanziellen Rahmenbedingungen will ich schaffen. Ich will mir all diese kreativen Leute holen, die da draußen sitzen, die da draußen fucking talentiert sind und einfach aufgrund von finanziellen Problemen oder aufgrund der Tatsache, dass sich ihre Kunst nicht finanziell rechnet, ihre Kunst nicht ausleben können. Und all die Leute will ich mir hier in ein Team holen, um diesen Kanal einfach noch geiler zu machen. Gemeinsam mit euch. Ich habe auch 21 so viel auf Community-Feedback gehört. Und ich habe das Gefühl, wir haben aktuell in Streams auch so eine geile Zeit. By the way, auch das hier ein Kometenstern, auch den Stern haben wir schon gesehen. Also ihr seht es, wie häufig sich jetzt schon am Anfang des 20 Sterne doppeln aufgrund der Kometen und der Gourmet-Lumas, wie häufig man hier die gleiche Vision sieht. Mission. Na, das ist der Punkt. Ja, und das ist mein Plan für 22. Jetzt habt ihr so ein bisschen mein Mindset für 22 bekommen. Das ist die Idee.
Und wir gucken einfach mal, was am Ende des Tages bei rumkommt. Na, das ist. Er hat jetzt gerade einen richtig tiefen Einblick in meine Planung für 2022 bekommen, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob ich schaffe, das umzusetzen. Wie gesagt, zu allem, was ich hier erzähle, gerne eure Meinung dazu. Ich finde das auch mal spannend. Vielleicht habt auch ihr noch Ideen, ne? Das ist der Punkt. Vielleicht sagt auch ihr noch, ja, Hübi, daran musst du noch denken und. Gerne ab damit in die Kommentare. So. Wir sollten uns jetzt aber vielleicht auch an dem Punkt erstmal da kurz im Speedrun widmen. Wobei, wie gesagt, also es ist, Galaxy 2 ist halt sehr, sehr, sehr linear. Das heißt, dieser Speedrun lebt weniger durch crazy Glitches. Jetzt mal abgesehen von diesem Yoshi-Flutter, der natürlich extrem viel ermöglicht, lebt dieser Run eher halt durch einfach perfektioniertes Gameplay. Oh, haha, wie er hier um die Stacheln drumherum düst. Ja, moin. Der Flex. Sondern, wie gesagt, einfach nur dadurch, dass man hier einfach, ganz, ganz, ganz präzise Wandsprünge, Wirbelattacken und so weiter macht, weil die Wirbelattacke ist in diesem Spiel wirklich, also, ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, wie krass diese Wirbelattacke das Movement eigentlich verbessert. Und warte mal, hatten wir den Stern nicht schon? Ach so, das ist wieder der Komet, bloß diesmal verfolgt den Schatten Marios. Okay, I see. Ne? Ich denke gerade, das haben wir doch schon mal angeguckt, aber das war wieder der Komet. Oh, damn. Ja. Aber wirklich, der Wirbelsprung verändert einfach dieses Game so hardcore. Wow, er überfliegt einfach alles? Yo! Jetzt landet er auf dem Block, oder? Yo! Jetzt sind da noch Wetten die Kometenmünze mit? Ja klar, für den Flex, ne? So, ich brauche die Kometenmünze, die ist wichtig. Jetzt unten hier durch dieses Tor durch. Schü! Wie geil! Okay, sexy! Sexy! Oh, I love. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Boss von Red 2. Wie gesagt, Kreativ hat uns die ganzen Sequenzen rausgeschnitten. Denkt einfach dran, Freunde, nach jedem eingesammelten Stern, ich sag, das hab das bei Sunshine schon gesagt, ich habe das auch bei Galaxy 1 bei dem zusammengeschnittenen Run gesagt, bei Galaxy 1 haben wir auch schon reagiert, nach jedem eingesammelten Stern würde diese riesen Animation kommen, wie Mario sich freut, dann zurück zu diesem Raumschiff fliegt, und ich weiß gar nicht, dann wieder auf die Weltenkarte geht, die Welt auswählt, dorthin fliegt, wir landen im Missionsauswahlbildschirm und das einfach für jeden einzelnen Stern. Das ist, schon sehr, sehr angenehm. By the way, er sammelt auch währenddessen permanent Sternstaub, weiß ich das auf Credits natürlich, weil er ein Testbot ist, sammelt er natürlich jeden Sternstaub perfekt ein. Aber man stößt natürlich auch auf der Weltenkarte permanent auf Gomelumas, die man füttern muss und dementsprechend ist es eben wichtig, in Galaxy 1 sowie in Galaxy 2 regelmäßig während dem Sammeln der Sterne auch genügend Sternstaub mitzunehmen, damit sozusagen man dann auch für Oberwelt die Gomelumas bezahlen kann. Gerade im 100%-Run wird es dann schwierig. Aber hier hat Mario Galaxy 2 eine Ausnahme. Denn wenn man die 100% macht, sprich auch den 242. Stern sammeln muss, also die Champions Road, ich glaube so heißt sie, mit dem Risikokometen machen möchte, ist es notwendig, damit der finale Komet erscheint, 9999 Starbits auf der Toadbank zu haben, die dieses Spiel ja hat. Damit aber das Speedrunning ein bisschen attraktiver wird, hat die Speedrunning-Szene gesagt, alles klar, das ist in Ordnung, es ist erlaubt, vor dem Starten des Runs den Banktoad mit 9999 Starbits aufzufüllen. Die sind ja auch, dieser Banktoad ist ja auch spielstandübergreifend, sprich, wenn man mit einem Freund an der Konsole, mit seinem Bruder oder mit der Familie an der Konsole dieses Spiel spielt, dann sammeln alle gemeinsam sozusagen Starbits. Und alle können auf das gleiche Konto zugreifen. So, dadurch wird es ein bisschen einfacher, aber gerade wenn man alleine zockt und im Speedrun ist es natürlich Panne. Das heißt, man hat die Erlaubnis, hier sozusagen sich den Banktoad aufzuladen und muss dann diese Starbits nur noch dafür sammeln, den Gomelumas, dem man auf der Oberwelt begegnet, sozusagen die Starbits zu geben. By the way, jetzt haben wir es gerade gesehen. Es wurde jetzt wieder der geheime Stern hier gemacht. Und der geheime Stern liegt halt quasi einfach auf der Route. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit New Super Mario Bros. Das Let's Play, ich ja gerade auf meinem Zweitkanal, New Super Mario Bros. DS. Ein sehr empfehlenswertes Let's Play-Projekt, muss ich einfach mal so sagen. Denn da ist es ja häufig auch so, und das kritisiere ich immer, wenn Secret Exits in einem Level sind,
und diese Secret Exits immer kurz vorm Ziel sind, dann ist das immer total dumm. Du musst einfach zweimal das gleiche Level spielen und biegst quasi am Ende einfach nur einmal in eine andere Richtung ab, um halt zu einem anderen Ziel zu kommen. Aber du machst zweimal exakt das gleiche. Und hier ist das jetzt auch der Fall. Und ich glaube, bei der Galaxie macht man sogar dreimal das gleiche. Weil ich glaube, die Kometenmission ist hier eine Mission auf Zeit, wo du auch nochmal exakt diese Mission spielst. Ne? Also, bis hier ist alles gleich. An der Stelle bekommst du jetzt eigentlich den Secret-Stern und das ist der letzte Planet. Und ich glaube, mit dem Kometen spielst du diese Mission einfach dreimal im exakt gleichen Durchgang. Ne? Also im exakt gleichen Durchlauf. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal die Kritik, die ich am Anfang gegenüber Galaxy 2 geäußert habe. Aber am Ende des Tages, Freunde, ich liebe Galaxy 2. Ich würde es nicht Speedrunnen lernen wollen, wenn ich es nicht lieben würde. So, das ist der Punkt. Yo! Was? Da können wir rüberjumpen? Oh mein Gott, das ist sexy. Yo, und da geht's auch rüber. Alter. Krank. Krank. Geisteskrank. Oha, liebe ich das. Das ist so smooth. Das ist so smooth. So, und hier muss man eigentlich immer, wie gesagt, einen Stampfvertrag auf dem Gitter machen. Aber der lässt den Boss nicht mal starten. Holy shit. Boah, ist das crazy. Boah, ist das crazy, was hier passiert. So, ich muss mal meinen Kaffee sippen, Freunde. Wir sind aber schon seit 35 Minuten in diesem Run. Und ich komme gefühlt gar nicht zum Ende. Jetzt, Freunde. Wir atmen kurz durch. Nehmen einen Sip aus unserer Kaffeetasse. Auch wenn ich während dem Splatoon-Turnier gelernt habe im Chat, dass Kaffee eigentlich gar nicht gut für die Stimmbänder ist. Also, nur weil Kaffee ein Heißgetränk ist, hat es quasi nicht denselben Effekt wie Tee beispielsweise. Wenn man erkältet ist, dass es irgendwie der dem Hals gut tut. Sondern Kaffee hat wohl eher eine Art, wie soll ich sagen, aufrauenden Effekt. Also, dass es eher negative Auswirkungen hat auf die Stimme. Aber naja. Ich glaube, eine Stunde sollte ich hinbekommen. Ich habe beim... Also, das ist das Splatoon-Turnier, Freunde. Das Splatoon-E-Sports-Turnier war, glaube ich, der größte Test für meine Stimmbänder, den ich jemals hatte. Also wirklich jemals. Es waren 2 Tage, 7 Stunden Dauergebrabbel in den unterschiedlichsten Lautstärken, aber vor allem laut. Also, so ein 24-Stunden-Stream ist natürlich auch massiv anstrengend. Ne? Da würde man ja jetzt meinen, spreche ich 24 Stunden durch, aber in 24-Stunden-Streams sind ganz, 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 ganz viele Phasen, in denen ich einfach mal rückt bin. So, das ist der Punkt. Gerade am nächsten Morgen, wenn ich müde bin, gibt es immer Phasen, wo man einfach 30 Sekunden einfach mal aufs Gameplay schaut und nicht redet, weil man einfach gedanklich bei so vielen unterschiedlichen Themen ist. Du denkst zum einen drüber nach, Alter, ich will einfach nur ins Bett, mein Leben ist traurig, weil dein Körper einfach nur insane müde ist. Und ja, das ist, da hast du halt ganz, ganz, ganz viele Sprechpausen. Aber bei diesem Splatoon-Turnier, was ja täglich von, ich glaube, von 12 bis 18, 19 Uhr mal ging, also 6, 7 Stunden, ne, da habe ich ja wirklich live kommentiert. Und jeder, der mich mal ein Sportevent kommentieren hat hören, egal ob es hier wie Sportstudio ist, egal ob es jetzt das Splatoon-Turnier war oder auch mal das ein oder andere Handballspiel, welches ich kommentiert habe, ich mache keine Sprechpausen. Ich werde dann, wie gesagt, manchmal nur schneller, wenn im Spiel viel passiert. Das heißt, ich rede quasi in derselben Geschwindigkeit, wie ich hier in Reaction Saturday rede, also wirklich straight durch, stundenlang, mit Momenten, in denen ich nochmal schneller werde und nochmal lauter und nochmal emotionsgeladener, weil ich mich dann einfach auch emotional von solchen Sportevents immer voll mitreißen lasse. Und dementsprechend, wie gesagt, war dieses Splatoon-Turnier unfassbar. Samstag, Sonntag, 7 Stunden Sportkommentatoren-Moderation. In meiner Manier, in lauter, durchgehender Vollgas-Manier. Ey, gerade im Finalspiel von Tag 2, wo es dann nochmal richtig, richtig knapp wurde. Das Video ist diese Woche schon online gegangen. Also wenn ihr das spannendste Splatoon-Match aller Zeiten, und das sage ich jetzt nicht irgendwie nur so, sondern ich meine das ernst, das ist das spannendste Splatoon-Match aller Zeiten, ne, sehen wollt. Und wie meine Stimme darin versagt, dann checkt einfach mal das Video auf meinem Kanal ab. Das Video sollte auch heißen, das spannendste Splatoon-Match aller Zeiten oder so. Das war geisteskrank, Alter, aber da jagt ein Voice-Crack
den nächsten. Meine Stimme ist einfach nur dead. So, aber ich werde trotzdem laut. Der ganze so. Also, es ist wirklich übel. Also, ich habe ja doch eigentlich eine sehr volle, warme, bassige Stimme, würde ich mal sagen. Wenn ich will. Also, ich kann hier auf jeden Fall ganz entspannt mit euch reden und euch erzählen, wie ich ganz warm und sanft mit euch über die Themen rede. Na, also, ich denke, ich habe schon eine recht. Also, ich habe nicht so eine bassige Stimme wie Sephiron, aber es ist auf jeden Fall ein gewisser Bass vorhanden. Und wie gesagt, sie ist sehr voll und warm, so würde ich meine Stimme bezeichnen. Aber da war sie einfach nur noch. Also, sie war einfach nur noch kratzig. Also, man hat mich immer noch gut verstanden. Es ist jetzt nicht so, als ob meine Stimmbänder versagt hätten, ne? Weil so eine schöne Flatter hier über die Welt. Aber es war schon, also selten, dass ich meine Stimme in dem Zustand gehört habe. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwann mit 17, 18, als ich im Bierzelt war, weil wir haben nämlich immer einmal im Jahr hier quasi, also wenn kein Corona ist, haben wir einmal im Jahr hier immer einen Jahrmarkt, wo dann halt auch immer ein Bierzelt ist. Und es war immer so, der ganz besonders war bei diesem Bierzelt immer der Donnerstagabend, weil dort. Ja, da kam dann so, das war immer der Auftakt vom Jahrmarkt und da kam immer eine sehr, sehr gute Band. Und dementsprechend war eigentlich dann immer, waren alle Jugendlichen, die irgendwie Bock auf Party hatten, immer Donnerstagabend in diesem Zelt. Und es war halt einfach wirklich 3 Stunden einfach nur zu dieser Band einfach halt simpelste Schlager, Volkslieder und bekannte Partys einfach mitgrölen. Also das Niveau sucht man da an absolut falscher Stelle. Aber jeder, der da ist, weiß auch, dass man da kein Niveau findet. Und also wenn du da 3 Stunden mitgrölst in diesem Zelt, wo dann wahrscheinlich auch noch, okay, früher haben da viele geraucht, mittlerweile nicht mehr, aber einfach auch, wo dann draußen, wenn du aufs Klo musst, du durch den Raucherbereich steppst, und so, das ist, die Stimme am nächsten Tag ist einfach insane. Also nicht nur, dass du den Kater auf Doom hast, by the way, mal wieder selbe Mission, bloß mit Schatten Marius, Das ist schon eine üble Sache. Da war die Stimme, da war es dann wirklich so, dass die Stimme da einfach weg war. Also die war dann einfach wirklich nicht mehr existent. Tessbot nimmt natürlich aus Flex die Münze nicht mit, die man eigentlich mitnehmen sollte. Weil er natürlich ganz genau weiß, wo die Schatten-Marios hier am Start sind. Ich meine, warum sollte er auch auf Nummer sicher spielen, wenn er flexen kann? So, das ist der Punkt. Und, ja. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, dass meine Stimme wirklich so gebumst war. Oder manche, okay, das weiß ich jetzt nicht, teilweise bei knappen Handballspielen, die wir gewonnen haben und danach feiern gegangen sind, hätte meine Stimme auch mal weg sein können, weil gerade auch während Handballspielen bin ich sehr laut auf dem Feld oder auch auf der Bank, je nachdem. Oder war ich, ich spiele ja nicht mehr. Sei Satch, aber es ist okay, das ist es tatsächlich. Handball ist ein Opfer, wo ich ein bisschen traurig bin, dass ich es nicht mehr mache. Wo ich wirklich ein bisschen, Boah, Alter, was ist das für Gameplay hier? Super. Was? Das war geisteskrank. Also Handball ist eines der wenigen Dinge, die ich für YouTube geopfert habe, denen ich wirklich ein bisschen nachtraue. Also es ist nicht so, dass ich jeden Abend traurig im Bett liege und mir denke, Mann, ich würde zu gern Handball spielen. Ich kann es nicht. Ich könnte es mir auch theoretisch bestimmt irgendwie einbauen. Also solche Handballtraining ist, wenn ich es machen will, bestimmt 3-mal die Woche, immer abends um 8. Und das filme ich halt einfach so. Das ist der Punkt. Handball ist aktuell einfach schwer möglich. Oder ist einfach aktuell nicht möglich. In der Art und Weise, wie ich gerne YouTube mache. Ich glaube, so können wir es nennen. Und ja, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, immer wenn ich, also ich liebe es immer noch beim Handball zuzugucken und traure dann schon dieser Zeit nach, wo ich dann immer auf dem Handballfeld stand und diese geilen emotionalen Momente hatte, aber okay, wir driften gerade böse. Also ich war beim Splatoon-Turnier, bin dann über Stimmverlust im Bierzelt auf die Tatsache gekommen, dass ich Handball nachtraure. Freunde, herzlich willkommen im Themenhopping beim Reaction Saturday. Also, wer hier einen roten Faden sucht, keine Ahnung. Der ist absolut fehl am Platz. Aber ja, that's the point. Warum habe ich hier überhaupt drüber geredet? Ich glaube einfach, ich weiß es nicht mehr. Ach genau, weil Kaffee. Genau, weil Kaffee nicht gut für die Stimme. Ach, Scheiße. Alter, wie düse ich denn durch die Themen? Das kannst du ja keinem erzählen. Wir haben, by the way, glaube ich, gerade Welt 3 abgeschlossen. Oder bin ich jetzt dumm? Bin ich jetzt dumm? Warte mal. Nee, haben wir Welt 4, wir haben Welt 4 abgeschlossen. Oder Welt 3. Warte mal, wir haben jetzt schon 2 Bowser-Fights gehabt.
Wir haben gegen Bowser Jr. in seinem... Wir haben gegen Bowser Jr. in seinem Riesenhammerroboter gekämpft. Hatten wir noch einen anderen Fight bisher? Ich hätte schwören können, wir hätten noch einen zweiten Bowser Jr. Fight gehabt, aber er fällt mir gerade nicht ein. Er fällt mir gerade eiskalt nicht ein. Ich meine, rein von der Zeit her müssten wir gerade Welt 4 abgeschlossen haben. Weil der Run geht jetzt noch ziemlich genau eine halbe Stunde. Etwas weniger. Und es wäre weird, wenn wir dann jetzt erst bei der Hälfte wären. Wow, was? Alles klar, Digga. Wir reden mal nicht über die Physik hier hinter, aber das war sexy. Doch, wir müssten jetzt eigentlich in Welt 5 sein. Mir fällt bloß der zweite Bossfight nicht ein. Wir müssen in Welt 1 noch einmal gegen Bowser Jr. gekämpft haben. Bloß leider kann ich euch nicht sagen, was der Bosskampf war. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. So, hier muss man einfach ein bisschen düsen und den Dude dann einfach im Arsch treffen. Na, ganz entspannt. Oh, schön sein. Yo, wie er den Kollegen hops nimmt. Ach du Scheiße, okay. Okay, er ist sexy. Er ist wirklich, tut mir leid, Bro, für dich, dass es hier nicht so gut geklappt hat. Es tut mir für den Boss leid. Oh, ultra knapper Sprung, ultra knapper Sprung. Als ob das geht. Als ob da eine Gravitationszone ist. Dieser Trick sieht so easy machbar aus. So easy machbar. Ey, hoffentlich kann ich das auch. So, hier wird der Goomba mitgenommen. Der will nämlich einen Goomba haben. Und dafür kriegt man auch einen Stern. Und hey, Freunde, wir machen mal wieder dieselbe Mission. Bloß diesmal auf Zeit. Und es kommen ein paar Kometen. Oh, shit, ey. Boah, mir fällt... Warte, ich muss das jetzt googeln. Also, wenn ich jetzt gleich den Boss sehe, dann werde ich mir denken, Alter, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Mario Galaxy 2 Bosses. Moment, was ist der erste Bowser Jr. Fight? Was ist der erste... Warte mal. Was ist der erste Bowser Jr. Fight? Ich glaube hier... Der Gobblegut, warte mal. Ist er das? Nee, ja doch, hier. Ah, lol, stimmt. Dieser Drache. Der Drache mit den Speckringen. Das ist ja quasi auch ein offizieller Endboss-Fight. Ich hab den jetzt nur als normalen Weltenboss quasi gesehen. So wie man hier... What the hell? Alter, diese Skips. Oh, shit, man. Das ist crazy. Das ist crazy. Oh mein Gott. Okay. Aber ja, aber dann, um quasi das Thema abzuschließen, wir sind jetzt in Welt 5. Ich glaube, der letzte Bowser Jr. Fight wird... Oh, wir sind mal wieder hier. Ja, da ist er, Freunde. Da ist er. Von dem Kollegen habe ich gerade geredet. Das ist manchmal nicht mehr auf Zeit. Der letzte Bowser Jr. Fight wird dann dieser riesige Panzerturm sein, der in Kaizo Pain as Shit war. Der war so schmerzhaft. Und weitere Kometenmissionen. Aber diesmal sogar lila Münzen auf Zeit. Gar nicht so easy. Das passt. Das wird dann dieser Turm sein. Und dann der Boss von Welt 6 ist dann der Final Boss Fight. Mit der besten Final Boss Musik. Ich wollte gerade sagen, es ist die beste Final Boss Musik, die Nintendo je gemacht hat, aber das ist gelogen. Sag mir was, warum sind Nintendos Final Boss Musik so gut? Also ich denke jetzt einfach mal nur über gute Final Boss Musik nach. Galaxy 2, ganz klar. Der Final Boss, das ist dieser Chor, schallert alles weg. So, dann Mario und Luigi 3. Mario und Luigi 2. Auch Mario und Luigi 4. Den von Mario und Luigi 1 habe ich noch nicht gehört. Aber der taucht jetzt auch nicht in irgendwelchen Toplisten auf. Deswegen ist der wahrscheinlich jetzt nicht so geisteskrank. Dann teilweise die Champion-Themes aus Pokémon. Unfassbare Banger, wenn ihr mich fragt. Jetzt lass mich nochmal nachdenken. Nee, ich glaube, das dürfte es eigentlich... Das sind jetzt mal die mir spontan einfallen. Zelda hat nicht so epische Final Boss Musik. Die Boss Musik ist eher immer so auf düster und geile Kampfstimmung gemacht, was auch gut funktioniert. Aber das sind jetzt nicht so Banger. Okay, also es ist eigentlich hauptsächlich Galaxy 2. Indirekt auch Galaxy 1. Die Soundtracks ähneln sich ja doch sehr. Und die Mario und Luigi Reihe. Die hat geisteskranke Final Boss Musik. Ich persönlich würde jetzt auch noch
die normale Bowser-Musik aus Mario 64 dazu zählen. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, es ist keine Mucke, die ich mir regelmäßig reinpfeife. Aber ich freue mich immer, wenn ich sie höre. Aber da spielt wahrscheinlich auch viel Nostalgie mit. Nee, okay, die Mario und Luigi und die Mario Galaxy-Reihe dominiert meiner Meinung nach massiv. Massiv. So, wir verfolgen jetzt hier mittlerweile auch, habt ihr das gesehen, den Sternstaub. Weil der Taskboard hat jetzt genau die Anzahl Sternteile, die er haben will. Deswegen sammelt er jetzt auch keine mehr ein. Weil nach einer jeden Mission... Oh, was passiert jetzt? Oh, das ist ein Trick, den der Mensch... Oh, geil! Ich freue mich, diese ganzen Tricks zu machen. Das wird sick. Das wird so cool. Oh mein Gott. Oh, ist das... Oh, shit! Oh, smooth. Smooth as shit. Geil. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich euch gerade erzählen? Jetzt hat mich die Reaction mal wieder komplett aus dem Leben gefeuert. Jetzt habe ich... So sexy, dieser Speedrun, der ist so gut. Er ist so gut. Ich war gerade bei Final Boss Musik und Nostalgie. Jetzt habe ich eiskalt den Faden verloren. Ich brabbel so viel. Es ist so schwer, da gedanklich immer auf der Höhe zu bleiben. Ich glaube, mir fällt es nicht mehr ein, Guys. Ich bin mir relativ sicher, dass es mir nicht mehr einfallen wird, worüber ich gerade geredet habe. Wir waren bei Mario und Luigi. Und Nostalgie in Mario 64 Boss Musik. Und dass Mario Galaxy hier schallert. Und ah ja, ich habe euch über die Starbits erzählt, genau. Alter, armer Affe an der Stelle. Jetzt weiß ich ja, wo ich war, genau. Also er hat jetzt alle Starbits, die er braucht, um Gomelumas zu bezahlen, die auf seiner Speedrun-Route liegen. Und nach jeder Mission kommt immer noch eine extra große Textbox, die quasi die gesammelten Starbits hochzählt und aufzeichnet, die einfach Zeit kostet. Was geht jetzt ab? Die quasi einfach Zeit kostet. Das ist doch auch ein Skip, den ich machen kann, oder? Ah, nee, da musst du hier diesen Jump machen. Ich weiß nicht, ob das menschlich möglich ist. Ey, ich hab so Bock, das alles auszuprobieren. Dieser Speedrun macht mir gerade Galaxy 2 Speedrunning so schmackhaft. Nee, aber quasi das ist der Punkt. Und in einem Speedrun, wenn du willst natürlich jede Textbox und alles sparen, was in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Und dementsprechend... sexy. Killt hier einfach nicht die Enemies. Und dementsprechend feuert er quasi immer die Starbits weg und sammelt auch keine Münzen ein, damit eben nach der Mission nicht diese Textboxen für Starbits und dann auch die Textboxen für Münzen kommen. Also er versucht hier immer mit 0-0 aus dem Level zu gehen, um sich eben hier nach jeder Mission Zeit zu sparen. Für alle, die sich fragen, warum er das tut. So, der Kollege, ja, das ist so schlimm, ne? An mittlerweile jede Mission, die hier in Galaxy 2 gezeigt wird, habe ich einfach nur noch irgendwelche Erinnerungen. Oh, wow, er trifft hier direkt die Kokosnuss, die er nach oben feuert eigentlich. Und jetzt trifft er die andere auch noch. Ja! Okay, geil. Geil. Fühle ich. Feier ich. Supporte ich. GG. Habe ich aber ja, in jede Mission einfach nur noch... Okay, so habe ich mich während Kaizo dabei gefühlt. Also, ich habe einfach nicht mehr... Ich kann diese... Das war aber bei Galaxy 1 auch schon so. Ich kann diese Mission nicht mehr normal wahrnehmen. Für mich ist das einfach alles nur noch... Oh shit, das war in Kaizo Galaxy 2 das. Das war in Kaizo Galaxy 2 das. Und. Man muss aber auch sagen, ich habe ja gerade vorhin noch über das Lernen eines Speedruns geredet. Kaizo ist das Beste, was für mein Galaxy Speedrunning hätte passieren können. Kaizo ist das krasseste Bootcamp für Speedrunning, was es gibt. Also wenn ihr irgendein 3D-Mario speedrunnen wollt, quält euch durch eine Kaizo-Version davon, außer vielleicht bei Mario 64. Also gerade für Galaxy 1 und 2 zählt das. Weil dann beherrscht ihr nämlich das Movement so gut, weil ihr es gut beherrschen müsst, um durch Kaizo zu kommen, dass Speedrunning euch dann wie ein Kinderspiel erscheint. Weil ihr in Kaizo seid ihr darauf trainiert, okay, wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Oder wenn ich einen Fehler mache, kann ich den Stern nicht mehr schaffen. Und beim Speedrunning ist es ja auch so, dass du eigentlich Fehler vermeiden willst, aber es ist so, wenn du da mal einen machst, ist es so, erstens so, okay, ich kann es einfach nochmal probieren, kein Stress, ich verliere halt ein paar Sekunden, ne? Und... Die Parcours, die man jetzt im normalen Spiel durchzulaufen hat, sind halt einfach so viel einfacher, weil euer Gehirn darauf getrimmt ist, diese Hardcore-Version aus Kaizo zu spielen. Was flext der Kollege jetzt denn schon wieder? Jetzt hat sich die Gravitation gewechselt und er... Oh mein Gott, ist das... Ach,
du Scheiße, ist das sexy. Alter, ich komme nicht drauf klar. Aber euer Gehirn ist so auf diese Hardcore-Version getrimmt, dass das normale Spiel wirklich wie ein, also, das ist wie ein Training für euch. Das ist wie ein Aufwärmen. Bloß dieses Aufwärmen ist dann eben schon das, quasi das finale Spiel, ne? Also, Kaizo Galaxy und Kaizo Galaxy 2 sind das, die perfekte Vorbereitung, wenn ihr ins Galaxy Speedrunning einsteigen wollt. Nur als Tipp von mir. Ich habe es natürlich hauptsächlich für Content gemacht, muss man einfach sagen, weil es einfach geile Videoprojekte waren. Aber es harmoniert glücklicherweise sehr, sehr, sehr gut mit Speedrunning. So, das muss man einfach sagen. So, hier schön, oh, auf den Goomba drauf. Oh, schön, sehr schön. Da hast du eine Chance. Also quasi eine Chance, diesen Sprung zu schaffen. Wenn du auf den Goomba hüpfst und du schaffst diesen Sprung nicht, kannst du es nicht nochmal machen, weil der Goomba nicht mehr respawnen wird. Also wahrscheinlich etwas, was man als menschlicher Spieler eventuell einmal probiert und dann lässt. Oder eventuell sogar gar nicht probiert, weil es eben jetzt nur für den Testboard gut möglich ist. So, und damit hätten wir auch diesen Stern schon. Und jetzt müssen wir halt die gleiche Mission nochmal spielen. Bloß ich glaube, jetzt werden wir einfach irgendwo... jetzt werden wir die normale Mission machen. Die Röhre. Nee, stopp. Nee, das war gerade der echte Weg. Stimmt, die Röhre, die wir gerade gemacht haben, war der echte Weg. Ich denke mir immer schon, okay, wenn in diesen Gravitationssektionen irgendwo... geil. Wenn in diesen Gravitationssektionen irgendwo Röhren auftauchen, ist das fast immer der geheime Stern. So, jetzt kommt, Freunde, seid ihr bereit für perfektes Aim? Hahaha, das ist so sexy. Das ist einfach so die perfekte Ausrichtung des Testbots. Und man kann immer drei Feuerbälle werfen und den vierten kann man dann immer erst schießen, wenn einer der ersten drei wieder verpufft ist. Was ich hier sehr sexy finde, was mir auch schon bei diesen Affenspielen aufgefallen ist, er slidet hier nicht. Er läuft hier, anstatt dieses Schlittschuhlaufen zu nutzen, was jeder normale Spieler macht. Und da frage ich mich tatsächlich, ist normales Laufen auf Eis schneller als Schlittschuhlaufen? Weil ich hätte instinktiv direkt dieses Schlittschuhlaufen gemacht. Düst er in den Boomerang-Bro rein? Sedge-Bro. Oder ist es nur schneller, weil der Tazbot irgendwie in irgendeiner verrückten Art und Weise über dieses Eis läuft, wie es ein menschlicher Spieler gar nicht könnte? Das, falls ihr Galaxy 2 Speedrunning-affin seid, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. So, hier. Oh mein Gott, er schließt sich... Wow! Okay, er schließt sich instant da hoch. Das ist ein Schuss, den du als menschlicher Spieler nicht machst. 3 Pixel daneben und Mario fliegt da hinten in die Sonne und wird einfach ein stabiler Magma-Brocken. Beziehungsweise flüssiges Magma, wo eher. So, und dieser Boss, ey. Keine Flashbacks, Mann. Ich fühle mich wirklich wie so ein Kriegsveteran, ne? Der von damals erzählt, als alles so schlimm war. So, hier natürlich warten, bis man Bowser Jr. boxt, bis hier sein Elektro-Shit aufhört. So, aber natürlich... Oh, es ist so smooth. Geil, Mann. Geil. Ja, und damit ist auch die fünfte Welt abgeschlossen, Freunde. 57 Minuten sind wir schon in diesem Speedrun. Und jetzt geht es nur noch darum, hier in Welt 6, welche auch natürlich stilecht mit einer Lava-Welt beginnt, zum Final Boss zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine bestimmte Anzahl Sterne benötigen, oder ob er jetzt einfach nur in jeder Galaxie einen Stern sammelt, damit er halt schnell über die Oberwelt kommt. Na, also aktuell haben wir auch, es gibt natürlich auch Sternbarrieren auf der Oberwelt, wo dann gesagt wird, ja, brauchst so und so viele Sterne, nur dann kommst du hier weiter. By the way, man sieht auch wirklich gut, was er tut. er macht die Mission nochmal. Okay, das heißt, er hat noch nicht genügend Sterne, um jetzt einfach durch die sechste Welt zu düsen. Eine Any%-Route natürlich auch in Galaxy ist natürlich so aufgebaut, dass du die 60 schnellsten Sterne sammelst. Und ich bin mir auch gar nicht 100% sicher, ob man in Galaxy 2 auch 60 Sterne benötigt. Weil in Galaxy 1 braucht man 60 Sterne, um das erste Mal zu Bowser zu kommen. Und da musst du einfach noch ein zweites Mal Bowser erledigen. Das ist, by the way, immer noch eines der... Lava Boost wird hier aufgeladen, dass es ihn jetzt hier richtig weit feuert. Geil. Das ist meiner Meinung nach immer noch eine der skurrilsten Entscheidungen, die meiner Meinung nach in Galaxy 2 getroffen wurden. Warum bist du gezwungen, den Final Boss zweimal zu machen? Und zwar, der ändert sich nicht mal. Du musst einfach zweimal exakt das Gleiche. Und du musst auch zweimal exakt das Gleiche machen. Also...
Wirklich, das ist eine der Entscheidungen, die ich einfach noch nie verstanden habe. Also, dass sie halt nicht mal den Kurs in irgendeiner Art und Weise geändert haben. Du machst einfach zweimal exakt das Gleiche, um das Spiel durchzuspielen. Das ist so, hä? Also, ich hab, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe. Aber ich glaube, in Galaxy 1 ist es halt dadurch relativ klar, wie viele Sterne du brauchst, um das Spiel durchzuspielen. So, was geht jetzt ab? Warte, jetzt kommt nochmal der Parcours. Stimmt. Dieses Minispiel mit den Kegeln, das war quasi der geheime Stern und das ist jetzt hier nochmal eine reguläre Mission. Aber finde ich eigentlich ganz geil. Also ich mag den Felsenpilz und so wie er auch in diesem Spiel quasi umgesetzt wurde mit diesen, ja, eine Art Minispiel-Parcours, kann man ja fast schon sagen, wo man dann so Mario Kart-mäßig ein bisschen durchdüsen muss, finde ich eine gute Sache. In Kaizo war es natürlich wieder absoluter Pain. In Kaizo war es nämlich so, dass diese Stage um 45 Grad nach unten geflippt wurde und sobald dieser Felsen einen Hang nach unten rollt, ist die komplette Physik für den Arsch. Dieses Item wurde obviously nicht dafür konzipiert, auf Schrägen zu rollen. Oh, sexy. Ganz präzise Sprünge hier. Oh, und die Galaxia. Mann, ich will nicht, dass diese Reaction permanent nur daraus besteht, dass ich mich darüber aufrege, wie die Kaizo-Version war. Aber hier war es nur dunkel. Du hast kein Licht von dir bekommen. Und du hattest kein Yoshi. Und du hast den Scheiß dann auch noch auf Zeit machen müssen. Alter, oh! Mann, ey, wirklich, ich klinge wie so ein alter Opa, ne? Ich klinge wie so ein alter Opa, so nach dem Motto, ja, das war so schlimm und bei uns war das Leben so hart und wir haben nur Backsteine essen können, weil wir hatten kein Brot und so. Und wir mussten alle Kaizo spielen. Aber, ey, ich merke jetzt erst, wie krass dieses Spiel mich geprägt hat. Kaizo Galaxy 2 hat Galaxy 2 für mich kaputt gemacht. Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen oder angucken, ohne Traumata zu bekommen. Ich bin ein gebrochener Mann, Freunde. Das ist sehr traurig. Das ist sehr... Ich leide in meiner Psyche. Wir sehen es oben in der Ecke gerade. Er hat 62 Sterne. Damit beantwortet sich meine Frage, ob man 60 Sterne zum Durchspielen braucht. Ja, und noch mehr. Also man braucht auch 60 Sterne, aber die reichen noch nicht. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht kurz vor Ende mal einen Blick auf seinen Sterncounter geworfen bekomme, damit wir mal sehen, wie viele Sterne insgesamt gesammelt werden müssen, um dieses Spiel durchzuspielen. Das ist wirklich eine Sache, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe, aber ich habe auch Galaxy 2 deutlich weniger gespielt als Galaxy 1. Ich habe ein Galaxy 2 LP gemacht. Und zwar, ich glaube, 2016. Das war aber ziemlich cool, weil ich Galaxy da in 4K-Texturen das erste Mal... Das war eines so meiner ersten Emulator-Projekte, wo ich da wirklich in hammergeiler Grafik den Shit gespielt habe. Und ja, dementsprechend habe ich da gute Erinnerungen dran. Und ich habe es einmal privat als Kind durchgespielt. Ich habe sehr lange an der letzten Mission gehangen. Das kann ich euch sagen. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um die letzte Mission zu schaffen. Ich glaube, ich habe es dann sogar mit meinem Bruder im Two-Player-Modus gemacht, wenn ich es noch richtig im Schädel habe. Mittlerweile sollte das, glaube ich, besser klappen. Auch durch Kaizo. Und ja. Jetzt sehe ich das quasi erst so aktiv, sehe ich das jetzt zum dritten Mal, dieses Spiel. Und das aber halt, ich sag mal, mein erstes Playthrough als Kind war vor 8 oder 9 Jahren. Dann mein zweites Playthrough auf YouTube, die 100%, die waren vor 4 Jahren dann wahrscheinlich oder 5, je nachdem, ob es 2016 oder 2017. Ich glaube, es war eher 2017, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, das war eher 2017. Naja, da kann ich vielleicht auch noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß nicht, kennt ihr Zerlo noch? Zerlo ist ein damals relativ großer Pokémon-Kanal gewesen. Deutscher, der ja, vor allem durch, ich sag mal, recht, ja, doch Clickbait, die offensiven Content aufgefallen ist. Ich habe ihn dafür früher sehr stark kritisiert, weil damals war für mich, okay, wenn du Clickbait-Thumbnails verwendest, bist du ein schlechter Mensch, so. Also, ich habe damals irgendwie die Art und Weise, wie man YouTube betreibt, immer so 1:1 auf die Person dahinter übertragen, was einfach so dumm ist. By the way, auch hier muss wieder Münzen sammeln. Also, da war ich einfach nur hardcore unerfahren und habe dann so übelst den Hate auf Zerlo geschoben, was halt einfach nur unreif von mir war. Mittlerweile mache ich gerne selber auch mal Clickbait die Thumbnails, aber ich gebe mein Bestes, ich meine, es gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mein Bestes, dass der Clickbait zu, also vielleicht zu 1% nicht im Video vorkommt, aber zu einem großen Teil einfach passt. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche meine Thumbnails catchy zu machen, sodass es schon so ist, yo, was geht da ab? Aber dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, am Ende des Tages enttäuscht zu werden, wenn man sich das Video anguckt. So, das ist meine Version. Egal. Auf jeden Fall, ich habe ihn dafür stark früher für kritisiert.
Dann ist, bin ich ihm aber irgendwann mal auf einem, da bin ich ihm auf dem Nintendo Switch Event in München begegnet, im Februar 2017, genau. Bevor die Switch rauskam, gab es da so ein fettes Event, wo dann sich YouTuber sozusagen die Konsole mal angucken konnten, ne? Und da bin ich ihm dann das erste Mal persönlich begegnet. Und yo, er glitscht sich hier durch den Boden, sexy. Und da haben wir uns halt einfach mega gut verstanden, weil er einfach echt ein cooler Typ ist, muss man einfach sagen. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, Alter, okay, vielleicht hat der YouTube-Content, den ein Mensch macht, vielleicht nicht so viel mit der Person dahinter zu tun. So, ich heiße die Videos, die er damals gemacht hat, immer noch nicht gut. So, aber er ist Mensch, ist eine coole Socke. Und ja, dementsprechend, da war dann damals die Zeit, wo ich mich gut mit ihm verstanden habe. Und er war damals recht groß. Wie gesagt, er hat durch Pokémon war damals böse im Hype auf YouTube. Er hat dadurch wirklich, wirklich viele gute Klicks und so weiter erzielt und war einfach ziemlich präsent, muss man einfach sagen, gemeinsam mit Sephiron, Z-Slayer, EP, boah, jetzt wird's total nostalgisch. Egal. Er war auf jeden Fall recht groß. Ich war noch ein kleiner Lappen. Ich hatte damals, glaube ich, 2000 Subs oder so. Oder warte mal. Doch, nee, ich bin mit BOTW bin ich so von 3 auf 8000 Subs gegangen. Ja, doch, ich müsste damals so 2.000 bis 3.000 Subs gehabt haben. Und, ja, er hatte halt damals schon, keine Ahnung, 40, 50.000, ich weiß es nicht. Aber er war auf jeden Fall deutlich größer. Und er war in einem recht guten YouTube-Netzwerk damals. Ne? Damals, in der Zeit, als man dachte, YouTube-Netzwerke sind noch notwendig. Alter, heute mache ich einen scheiß Selfmade und bin damit viel erfolgreicher. Und verkaufe meine Seele nicht. Kein Front an YouTube-Netzwerke. Doch, eigentlich schon. Ne, und er hat halt damals gesagt, ja, ich kann dich vielleicht in unser Netzwerk reinbringen. Obwohl ich halt damals nicht die Anforderungen dafür hatte. Und ich komme nur drauf, weil wir eben gesagt haben, okay, man muss eben, ich mache Mario-Content und es geht auch darum, irgendwie Mario-Content zu liefern, auf den die Leute Bock haben, den die Leute eventuell halt noch nicht so häufig gesehen haben. Und da kamen wir eben dann auch drauf, dass, warte mal, er hat doch gerade Purple Coins vergessen. Oder braucht ihr ja gar nicht alle? Wir gucken mal nach. Okay, er lässt bewusst einige aus. Und damals haben wir auch gesagt, yo, es wäre doch eigentlich voll geil, wenn man halt quasi so Galaxy 2 halt in so einer Art und Weise spielt, wie es bisher Leute noch nicht gesehen haben. Und so komme ich dann eben drauf. Deswegen muss das Galaxy 2 Projekt ziemlich sicher 2017 gewesen sein. Ja, und ich habe dann damals auch ein bisschen angefangen, meine Thumbnails zu bearbeiten. Ich hatte damals wirklich einen sehr, sehr coolen Thumbnail-Stil. Ich hatte den damals da so einen richtig so einen ähnlichen Rahmen wie jetzt schon auf meinem Zweitkanal dann gegeben. Also ich habe damals eigentlich schon so ein bisschen das Layout für meine Thumbnails gesetzt, wie ich es heute auf meinem Zweitkanal mache. Und deshalb erinnere ich mich daran. Das ist echt die ganze Story, die ich euch erzählen wollte. Zerlo mittlerweile macht keinen Content mehr. Also nicht mehr selber. Er führt jetzt quasi einen dieser typischen amerikanischen Gameplay-Kanäle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also Prosafia Gaming ist da ganz groß und so weiter. Die halt einfach nur unkommentiertes Nintendo-Gameplay hochladen. Man muss auch sagen, sehr, sehr, sehr clickbaity. Also das würde ich ihm auch persönlich sagen. Ich meine, es ist ja nichts daran, dass er persönlich eine geile Sau ist, aber dieser Kanal ist einfach nur darauf ausgelegt, eine Klickfarm zu sein. Ich glaube, sein erfolgreichstes Projekt ist sein Mario Odyssey Playthrough, was er Mario Odyssey Co-op Playthrough genannt hat. Und er hat halt auf jedes Thumbnail einen zweiten Mario in grüner Kleidung drauf gefotoshoppt, dass das Thumbnail einem suggeriert, ja, der Koop-Modus hat ist quasi nicht einfach nur mit Cappy, sondern du hast wirklich einen zweiten spielbaren Charakter. By the way, mal wieder gleiche Mission, bloß auf Zeit. Er ist clickbaity geblieben, aber er bleibt trotzdem als Mensch eine coole Socke. Wenn ich ihn heute irgendwo sehen würde, würde ich mich freuen, ihn zu sehen und eine geile Zeit mit ihm haben. Ich würde ihm auch persönlich sagen, dass ich seinen Content Schmutz finde. Also wirklich nur auf den Content bezogen. Es ist halt so Hardcore-Clickbait. Also auf Doom. Aber hey, es funktioniert. Also ich glaube, er hat, ich weiß gar nicht, er hat mittlerweile, glaube ich, einige Angestellte, die halt 24/7 Gameplays für ihn aufnehmen. So, also wenn einem das taugt, kann man das machen. Diese Kanäle wären gar nichts für mich. Ich habe es mal eine Woche lang probiert. Ich dachte mir, yo, okay, wenn es so easy ist, so einen Kanal aufzubauen, dann mache ich das halt auch. Aber einfach nur unpersönlich hinter der Kamera zu schimmeln, irgendwelche Videos aufzunehmen, die hoffentlich durch starken Clickbait vom Algorithmus gepusht werden und kein Mensch kennt dich, das ist nichts für mich so. Ich brauche Zusammenarbeit mit Menschen, ich brauche eine Community, so das ist der Punkt, also das wäre nichts für mich. Aber hey, ich denke, er verdient sehr, sehr gutes Geld, er macht Millionen von Views, Millionen, 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 also hey, es ist ein legitimes Geschäftsmodell, wenn einem das Spaß macht, so das ist der Punkt. Während ich jetzt hier nochmal thematisch abgedriftet bin, Freunde, sind wir schon in der Finalmission gelandet. Wo ist dieser Run hin? Ich glaube, noch nie bin ich so flüssig und entspannt durch einen Reaction Saturday gedüst wie hier. Es ist wirklich geisteskrank. Wir reden jetzt einfach seit knapp einer Stunde und 10 Minuten.
Und ich hätte immer, also ich habe noch nicht mal über Weihnachten geredet. Ich wollte eigentlich über Weihnachten reden, weil das ja der erste Weihnachtsfeiertag heute ist, wo das rauskommt. Keine Chance, keine Chance. Also wir machen es ganz kurz. Mein Weihnachten ist langweilig. Also aber geil langweilig. Ich will es langweilig. Ich werde nach, also ab 24, am 24. Dezember ab 13 Uhr werde ich bis zum 27. nichts mehr tun, außer zocken, Lego bauen, schlafen und Filme gucken mit der Familie und essen. Vor allem viel essen. Das werde ich 2,5 Tage machen. Und ich freue mich so hardcore darauf. Das ist das vorletzte Video, das ich vorproduzieren muss, dieses Video. Hiernach mache ich nur noch eine schöne Yohübi-Aufnahme heute. Und dann habe ich alles für die Weihnachtszeit vorproduziert. Was ist das denn schon wieder für geisteskranke Rumgekitsche, was der Kollege hier macht? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, ist das insane, was dieser Speedrun hier aus diesem Spiel macht. Yoshi macht dieses Spiel so kaputt. Also ich meine natürlich nur, wenn man den Glitch beherrscht, ne? Aber Yoshi ist echt eine üble Sau in diesem Run. Ja, und dementsprechend gibt es eigentlich auch gar nicht groß was zu erzählen. Am ersten Weihnachtsfeiertag essen wir abends ganz typisch Kartoffelsalat mit Wiener oder Bratwürsten. Und wir machen aber noch Sauerkraut und Nudeln dazu, also einfach viele, viele Beilagen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt's mittags Gans. Oh mein Gott, freue ich mich auf diese Gans. Und Zahn- und Apfelmus. Wirklich größte Empfehlung aller Zeiten. Also ich meine das ganz, ganz, ganz ernst. Wenn ihr irgendwie Ente oder Gans esst, beziehungsweise macht, serviert dazu Apfelmus. Es klingt im ersten Moment weird, aber Knödel, Blaukraut und Gans ist ja so das typische Festtagsessen. Und dazu noch Apfelmus mit einer schönen Prise Zimt drauf. Apfelmus harmoniert so geisteskrank mit Ente und Gans. Unfassbar, wirklich. Also probiert das aus. Wir haben das mehreren Familien schon empfohlen, beziehungsweise meine Eltern haben es mehreren Freunden schon empfohlen. Alle machen das jetzt dazu. Es ist wirklich, wenn ihr so Geflügel, sag ich mal, mit salziger Haut habt und dazu noch Blaukraut und Knödel, Apfelmus ist insane. Auch die Knödel mit Apfelmus. Bombe. Wirklich, wirklich, wirklich Bombe. Und ich freue mich sehr auf dieses Essen. Ansonsten essen wir einfach nur viele, viele Lebkuchen, Snacks etc. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir dann zu meiner anderen Oma. Und da gibt es dann geil Rouladen. Richtig, richtig leckere. Meine Oma macht die selbst ultra, ultra geil. Auch mit Blaukraut und Knödeln. Also mega. Aber ich liebe es. So, Freunde, genießt jetzt nochmal hier diese geile Musik. Eine der besten Final Boss Mucken, die Nintendo je produziert hat. Und ich denke, damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Und wir sehen es oben, Freunde, man braucht 70 Sterne, um Mario Galaxy 2 erfolgreich durchspielen zu können. Und das war Super Mario Galaxy 2 im Any% Run. In einer Stunde, nicht in einer, wir haben es ja zusammengeschnitten, ich weiß gar nicht, was die finale Zeit war. Warte mal, lass mich mal, ich google jetzt euch noch, was die finale Zeit ist. Also unser Run, den wir angeguckt haben, der zusammengeschnitten wurde von Creative, ging 1 Stunde 12 Minuten. Super Mario Galaxy 2 TES. Und eigentlich geht er 2 Stunden 49 Minuten. Ach du Scheiße. Oder nee, 2 Stunden 20 Minuten. Nee, hä, was? Hier ist ein Okay, vergesst es. 2 Stunden 50, ne? Also wieder mehr als 50% der Zeit sind Textboxen, Zwischensequenzen, Ladeanimationen und. Also, das ist auch der Grund, warum Galaxy 1 und 2 Speedrunning einfach nicht so krass beliebt ist, warum Mario 64 so beliebt ist. Und das war's, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Und wenn ihr es nach der Weihnachtszeit seht, wünsche ich euch einfach noch ein schönes Leben. Schönen Tag, schönen Abend. Oder was auch immer, wann ihr es guckt. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Ehre und es war ein Fest. Euer Hübi.